Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Forever Stranded. Hi. Ja, Isa ist auch mit dabei. Genau. Wer hätte es gedacht? Immer noch wieder, keine Ahnung. Au. 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 Okay, ja, es hat sich viel getan. In der Zeit, wo jetzt hier mal keine Folge kam. Ich hatte ja da heute ein kleines. Nee, nicht heute. Gestern? Gestern kam die Folge, gestern. Ne? Ja, gestern. Gemacht, warum keine Folge kam. Und das war im Endeffekt der Grund, wer nicht gesehen hat, das Video. Und jetzt zeigen wir mal, was wir alles im Video angeteasert hatten. Zum einen, der Raum hier ist fertig. Wir haben eine Decke, mit der ich noch nicht ganz zufrieden bin. Die ist nur provisorisch erstmal. Das ist wirklich hässlich. Hause besser. okay. Wo ist das Feuerzeug? Willst du wirklich ein Feuerzeug nehmen? Noch ein Leimer mit Aber nehmen. Leimer mit Aber nehmen, genau. Ein Eimer mit okay. Lava nehmen. Dann nimm Leimer mit Aber. Ja, wir haben die Drawer jetzt fertig. Das im E-System ist immer noch schön gefüllt. Wir haben einen Haufen Zeug. Wir haben Redstone, wir haben Diamanten. Wir haben alles Mögliche schon einen Haufen. Jetzt mittlerweile. Was heißt ein Haufen? Mehr als ein Stack. Ist schon mal ein Haufen. Und was wir noch gemacht haben, wir haben gegräselt. Gräselt. Ist dir ernsthaft kein besseres Wort eingefallen? Fällt dir ein besseres ein? Gras gesehen. Ein Wort. Und angepflanzt. Grasifiziert? Okay, nehmen wir grasifiziert. Okay, wir haben grasifiziert. Und haben mal ein bisschen jetzt hier die Farming Station ein bisschen eingegrenzt. Schön mit Cobblestone, haben hier noch einen schönen grünen Streifen zwischen Fahrbahnen. Und da war wohl im Rasen. Das ist unser Rasen. Genau. Da haben wir jetzt erstmal schon mal einen Haufen gemacht, weil es soll ja mehr alles mal Grünfläche werden, irgendwann hier drinnen, hoffentlich. Und ja, dann sieht das alles hoffentlich ein bisschen schöner aus. Und dann haben wir hier drüben noch ein bisschen was. Und zwar eine kleine Automatisierung, die uns im Endeffekt Dirt macht. Oben Zeug rein, geht in Bärwill, kommt unten raus. Ist jetzt nicht unbedingt so toll. Aber wir haben eine unendliche Wasserquelle. Und zwar, danke nochmal für den Kommentar. Da hat mir jetzt nämlich einen Kommentar geschrieben, wie man das machen kann. Okay. Wie man es austrinken kann. Und zwar packt ihr ein Wasser rechts auf den Block, ein Wasser links auf den Block. Und in die Mitte setzt ihr halt einen Block, die Transfer Node Fluid drauf mit dem Mining Upgrade. So, das funktioniert ja im normalen Vanilla Minecraft schon. Das ist praktisch links eine Wasserquelle, rechts eine Wasserquelle. Sie fließen zusammen und es funktioniert. Genau wie der Cobblestone Generator. Es muss nicht immer neu zusammenfließen und was generieren, sondern es reicht praktisch, wenn es da ist und er erkennt es. Ja, okay, die Formation stimmt, also muss es eine unendliche Wasserquelle sein. Also so. Hast du einfach das ganze Zeug hier geprankt. Genau, also ich habe links einen Wasserblock, rechts einen Wasserblock und in der Mitte noch einen Wasserblock dann gesetzt. Also dass praktisch drei volle Wasserblöcke nebeneinander sind und oben über der Mitte ist diese Transfer Node Mining Upgrade und sie denkt, ach Mensch, das sind drei Wasserblöcke. Ja, weil links ein Wasserblock ist, rechts ein Wasserblock und in der Mitte entsteht dann immer ein durch eine endliche Wasserquelle und deswegen, ja, haben wir jetzt 256 Eimer Wasser und wir können uns endlich Wasser machen. Ja. Genau. Und? Außen ist fertig. Genau. Das hatte ich auch schon mal ein bisschen angeteasert. Wir haben draußen fertig. Wir haben den kompletten Graben also gezogen. Ich. Ja, ich habe ein bisschen, du hast ausgeleuchtet. Ich habe ausgeleuchtet mit. Genau. Bits, ich habe auch genau, was mit. Du hast letzten 10 Fackeln gesetzt. Ich habe den Graben. Ich habe 3 Stacks platziert. Handarbeit. Ich habe 3 Stacks Fackeln platziert. Ich habe 10 Stacks Fackeln platziert. Also habe ich auch ein bisschen gemacht. Okay. ich habe nicht behauptet, dass ich viel gemacht habe, sondern ein bisschen. So. Darf ich eine Sache fragen? Ja, ich will den Graben noch breiter machen. Ah, okay, gut. Okay. Nicht, weil ich mich verbaut habe. Okay, ja. Jedenfalls hier ist gerade riesen Lichtermeer und ist einfach nur wunderschön. Kannst du endlich? Ja, weil ich gebaut habe. Wenn ich Nacht anmache, sieht man es sogar wunderschön. Sieht man sogar kleine Formen drin, wie die Fackeln platziert sind, so in den Wellen. Interessant. Oho. Nun gut, ja. Wie ein Haufen ganz viele Sterne zusammengepresst. Und durch den Graben außenrum können wir halt die Mobs nicht rein. Müssen nur irgendwann mal halt noch an die Kanten vom Graben nach innen Fackeln oder irgendwas setzen.
dass sollte ein Sandsturm kommen, das dann nicht zuballert. Mit der Zeit wieder. Enderman. Enderman kommt. Okay. Kommt er? Sicher? Bin angeguckt. Hat er auch geknurrt? Oh. Wo ist denn der Enderman? Das ist irgendwie weg. Ich treffe irgendwie. Ja. Nun gut, also jedenfalls, das ist alles fertig. Das heißt, wir können hier draußen jetzt mittlerweile auch mal in Nächten rumlaufen. Wir können hier draußen ein bisschen was dann auch noch anfangen zu bauen vielleicht. Das alles mal ein bisschen ausbauen, schöner bauen draußen. Und brauchen nicht Angst zu haben, dass uns gleich wieder eine Horde Monster niederrennt in der Nacht. Es kann vielleicht sein, dass mal irgendwo vielleicht doch ein Spot frei ist, aber dann spawnen da keine 20 Viecher, sondern eins. Und ja. Das macht das alles wesentlich schöner. Ja, genau, es ist ein Compressed Creeper. Wenn wir ihn töten, kommen dann nochmal 20 Stück raus. Die explodieren, sorgen für noch mehr Dunkelheit, noch mehr Mobs spawnen. Natürlich auch nur Compressed Creeper. Und dann haben wir Spaß. Irgendwann ist unsere ganze Base zerstört, wir haben keine Items mehr. Yep. Aber der Vorteil dann ist halt wirklich... Dann ist das Projekt beendet. Genau. Genau, dann ist es einfach beendet. Nee, aber es ist halt schön, wir brauchen nicht mehr so viel Vorbereitung und Schutzzeug und alles mögliche. Das ist nicht mehr unbedingt erforderlich. Das ist schon mal ganz schön. Genau. Hatte ich den Empowerer? Endlich ein Enderman, der ist jetzt weg. Ach man, mir fehlen nur noch zwei Endermen. Dann habe ich die Quest wieder. Voll. Okay. Isa, weißt du, ob ich den Empowerer in der Folge genutzt hatte? Ich glaube ja, ne? Kann sein. Wir haben Empowerer gemacht. Ich glaube, den hatte ich schon vorher gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, den hast du schon gezeigt. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Wenn es nicht stimmt, dann ist es meine Schuld, sondern deine, weil du mir geglaubt hast. Ja, ich weiß es ja selber nicht. Von daher. Genau. Ansonsten, was hat sich noch verändert? Hier noch ein bisschen was gemacht. Und zwar haben wir zum einen mehr Lava-Generierung. Einer passt noch hin, dann müssen wir eine neue... Lava aus dem Meer. Es tut weh. Es tut einfach nur weh. Ja, okay, jetzt habe ich schon komplett Faden verloren, alles mögliche. Kannst toll. Du mir kurz sagen, wo das Ding ist, dass ich das zu Souls mache? Genau, okay, ich hab's gefunden. Bitte. Genau, also hier haben wir ein paar Magmatic Dynamo noch mehr, die uns hier schön Energy Cell füllen und hier unten haben wir halt unsere Maschinen jetzt stehen. Und hier kriegen wir durch den Automated Sieve einen Haufen Zeug raus, dann Compressed Gravel drin. Genau. Wunderbar. Und da kriegt man auch Zeit. Und was wir noch gemacht haben, was auch, was ich eigentlich am besten finde erstmal von allem, das Ding hier. Der Void Orb Miner, den wir das letzte Mal ja angefangen hatten, wo ich nicht wusste, wie ich das Ding bauen soll jetzt. Wie ich das Ding aktiviere. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das habt ihr euch sicher auch gedacht. Und zwar steht in dem Ding nämlich, womit man es macht. Ich weiß noch nicht. Mensch. Environmental Tech. Und zwar steht da drinne Assembler. How to hold or spam right-click on controllers to assemble the multi-block. Shift plus right-click in survival will instant break any multi-block. Block. Multi-block-block. Ja. Kurze Frage, du hast doch mal Netherquartz gefarmt, oder? Ja. Ganz viel. Yeah. Wusstest du, dass man Soul Sand compressen kann? Ja, dann bekommst du aber nicht aus jedem Soul Sand ein, weil du verbrauchst 9 Soul Sand, bekommst aber nur 7 Nether Quartz raus. Dir gehen 2 Nether Quartz verloren. Geht aber schneller. Es geht schneller, aber die geht, am Anfang hatten wir nicht so viel. Da wollte ich es nicht kompressen. Wir haben mittlerweile ein bisschen mehr. Da geht das, aber es war am Anfang doof. Okay. Gut. So. Mein Ding macht jetzt 9,06 Schaden. So. Ja, gut. Jedenfalls habe ich da einen Assembler gecraftet, weil der ist billig. Also brauche ich so nochmal so einen Structure-Block. Und dann hier steht auch nochmal Right-Click on Controller to Assemble. Shift-Right-Click and then break any Multi-Block Block. Left-Click to list all blocks needed for Multi-Block. Und damit habe ich praktisch das Ding dann aufgebaut.
automatisch. Man kann es, glaube ich, auch manuell setzen. Aber ja. Halt, man sieht hier auch nochmal bei Linksklick, was für Blöcke man braucht. Und mit einem einfachen Rechtsklick baut man ein Patch weiter. Aber hier steht das Multiblock Assembly Complete. Genau. Und das Ding arbeitet jetzt schon die ganze Zeit. Hier. Moment. Ich muss mal draufhüpfen. Hier in der Mitte ist übrigens die Lens. Also wenn man... Erklär weiter. Es gibt ja die verschiedenen farbigen Lenses, die je nachdem dann unterschiedliche Erze machen. Zum Beispiel kann man ja auf Gold spezialisieren und so vor, oder man kann auf Quarz spezifizieren. Und man sieht ja dann praktisch hier eine Prozentzahl. Praktisch wie viel Prozentunterschied es praktisch macht. Mit einer Clear hat man eine 2%ige Chance auf Surface Quarz, mit einer Light Blue hat man eine 6%ige. Also man steigert die Prozentzahl in den jeweiligen Dingern. Es gibt noch was anderes, und zwar... Muss ich es nur finden. Stand direkt drunter. Nein. Bin ich doof? Ja. Accuracy Modifier. Da war er. Ich habe mir jetzt gesucht. Den kann man noch machen aus dem Modifier-Core und dann kann man praktisch anstelle von so einem Ding nehmen, anstatt, ich glaube, was war es? Structure Block? Ich glaube, anstelle eines Structure Block. Structure oder Machine Base? Ich glaube, es war Structure. Kann man die dann setzen und danach kriegt man zum Beispiel bei dem Increased Accuracy für die Lenses. Das heißt, man kann praktisch wirklich dann seine Wahrscheinlichkeiten auf bestimmte Dinge extrem steigern. Im Moment brauchen wir 320.000 F, um ein Erz zu kriegen. Wir haben schon ein bisschen was mittlerweile, was schon mal ganz cool ist. Und das alles läuft im Moment mit 2 Magmatic Dynamo auf 120 RF pro Tick. Also 240 RF pro Tick kriegt das Ding gerade mal. Das heißt, wir müssen 10 Ticks warten. Oder alle... Nee, warte. 200. Wie viel waren es nochmal? Also 42 pro Tick. Das heißt, ich muss... Theoretisch sollte ich jede Sekunde ein Item kriegen. Das stimmt aber nicht. Ich könnte aber alles rausnehmen und nochmal gucken. Aber... Inwiefern das schnell... Wie schnell das jetzt im Moment geht. Ich meine, es ist noch der langsamste Tier und der inakkurateste Tier... So, nehmen wir mal alles raus. Oder gucken wir mal, was passiert. Ja, also jedenfalls, das haben wir noch gebaut gehabt. Und da werden wir jetzt nochmal mit dem Chunkloader rangehen. Damit die Magmatic Dynamo plus das Ding hier gechunkloadet sind. Um Spaß. Ach, ich bin bescheuert. 320.000 RF. Oh, Mann, was kannst du eigentlich? Das heißt, nicht 10 Ticks, das wären dann nur 3.200, sondern 100 Ticks. Also so... 150 Ticks, sagen wir mal. Das kannst du eigentlich. Ja, das ist ein Neublock. Also 150 Ticks. Das runden wir mal auf 180. Das heißt, alle 3 Minuten bekommen wir einen neuen Block. Ein neues Erz. Also das ist doch eigentlich ganz okay. Für den Anfang. Wie gesagt, es gibt ja noch die anderen Speed-Modifier beispielsweise. Ein Speed-Modifier, damit es schneller geht. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob der da drunter funktioniert sogar. Auf jeden Fall im Notfall hier der Accuracy. Der geht auf jeden Fall für die Lenses. Oder halt einen höheren Tier von dem Void Miner bauen. Genau. Das war alles, was wir gemacht haben. Und natürlich Travel Anchor. Isa fluppt wieder wie ein Gummibär durch die Kante. Ja, genau. Ja. Ich mach uns mal Chunkloader. Mach das. Wir könnten theoretisch sogar unsere ganze Base, glaube ich, laden. Okay. Es darf halt nur keinen dunklen Spot geben, weil ansonsten haben wir hier den Monster. Das ist das Einzige. Wobei, es gibt eine Torch. Und zwar die sogenannte Megatorch. Dafür brauchen wir aber Netherstern. Aber die Megatorch
können wir nutzen und ich glaube Radius von 64 Blöcken, also wie damals die Exaltility Megatorch. Spawn keine Monster. Es gibt glaube ich auch. Ach, wir haben keinen. Shit. Shit! Okay. Alles gut. Alles gut. Komm nicht gucken. Ja. Genau. Ich habe mich verklickt, okay? Ich stand im Wasser, wollte klicken und habe auch so in der Nähe geklickt. Sie denn? Gut. Dann können wir ja mal jetzt den Chocloader machen. Ein Enchanting Table. Eine Chocloader. Eins Chocloader. Eins Chocloader. Mhm. Genau so. So, dann baller ich den einfach mal hier hin und dann mal Show Lasers. Nimmt er schon alles mit? Okay, der geht bis da. Okay. Und theoretisch schon fast alles mit. Ich meine, wir könnten. Ich soll ihn einfach in die Mitte der Base stellen und alles laden? Ja, mach. Okay. Dann machen wir das. Wo soll ich ihn schön platzieren irgendwie? In den Boden oder irgendwo oberhalb schön oder. Wenn du es im Boden kriegst. Was? Mach in den Boden rein. Okay. Dann packe ich ihn hier unter den Crafting Table. Falls du mal suchst. Wo sind eigentlich die ganzen Oak Barrels hin? Hm? Wo sind die ganzen Oak Barrels zum Dirt machen hin? Im E-System, weil. Wollt ihr Dirt machen? Pack hier oben in den Hopper alles rein. Es ist halt nur ein Ding, aber es füllt automatisch das Zeug dann mit dem Zeug und unten kommt Dirt raus. Bin rausgedroppt oder was? Nein, es landet im Hopper. Ja. Es ist langsam, aber du kannst einfach alles reinkippen und kannst einfach stehen lassen. Das ist der Vorteil. Okay. So, ich mache jetzt mal Show Lasers. Was, eine Lasershow? Ja. Seht ihr? Ach, da ist der Laser. Ich mache mal drei Chunks erstmal. Dann guck ich mal, wo das jetzt ist. Irgendwo müssen ja hier die Stäbchen rauskommen. Stäbchen. Mit Shaders ist es ein bisschen ungünstig. Okay, warte. Ich kann einfach ja über Minimap gucken. So, warte mal. Grid. Hast du also die gleiche Farbe? Interessant. Okay. Wir sind hier. Also sagen wir mal, der Chunk ist jetzt der mittlere. Wo wir jetzt sind, oder? Hier. Das heißt, wir sind der Chunk gerade, wir sind der, also da, okay. Das heißt. 1, 2. 1, 2 nach hier. 1, 2 nach hier. 1, 2 nach da. Zwei Tage sollten eigentlich fast schon reichen. Also drei sind mehr als genug, um die ganze Base zu laden. Vor allem, weil ich einfach das Ding mal auf Square anstatt auf Circle umstelle. Ah, jetzt sieht es auch gleich anders aus. Jetzt hat er nur weniger geladen. Okay. Drei Chunks. Annimmt der einen Durchmesser vielleicht? So sind sie wieder. Irgendwie werden die so komisch gerendert. Okay, ich platziere das mal oben drauf und gucke, wie es ist. Mann, das nervt mich jetzt gerade. Der Mist. Wir sollen die Klimaanlage ausmachen. Ah.
So, dann also nochmal. 4 Chunks, Show Laser. Square. Wieder einen Enderman angeguckt, der hat sich wegteleportiert und hat nicht geknurrt. Okay. Wir sind jetzt 2. Aua, aua, aua. Kannst du mir bitte mit helfen kommen? Okay, jetzt geht's viel zu weit. Hä? Was? 2 Endermen sind jetzt schon und ich bin gleich tot. Ich bin tot. Okay. Wo bist du gestorben? Oben gespawnt. Ich bin draußen gestorben, warte. Ich komme wieder runter. Okay. Oh, stimmt, ich kann den. Ich habe keinen Slambo. Wo muss ich hin? Warte, ich gehe schon. Okay. Also du kannst gerne mitkommen helfen. So. Ich will nur mal gucken, ob das draußen ist hier mit dem Chunkloader. Ja, das ist draußen. Okay, ich gucke noch mal kurz hier hinten. Da hoffen das rendert soweit. Ja, okay, so alles klar. Also Chunkler können wir so lassen. Dann baue ich nur mal schnell nach unten. 3,25. Okay. Revenge! Ha! Und? Das ist irgendeine Ansage gerade draußen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Aufnahme sein. So. Okay. Doch, wir können wieder claimen. Ja? Mhm. Ah, stimmt, ich hatte auch noch was fest fertig. Achso, du hast auch die Quest. Ah, die Quest können wir klären. Dann. Frage ist, wollen wir Essen nehmen oder wollen wir Loot Chest nehmen? Die Viecher, die sind in den Chest angesucht. Also, ich nehme den Loot Chest. Wenn okay. Ich es dann schaffe, mal drauf zu klicken. Hab ich? Ich hab den Loot Chest! Wir können gleich nochmal. Warte, ich habe nämlich noch eine andere Quest fertig gemacht. Und zwar bei Technical Revolution. Da kannst du mal Vibrant Alloy Ingot nehmen. 16 davon. Das nehme ich auch schon, aber mehr haben wir jetzt erstmal nicht fertig, ne? Nee. Falls nicht so was wir claimen können. Yay! Und die Perlen sind super. Viel mitmachen. Weiß ich, hab's ja gefarmt. Sie sind auch ohne dich super. Nein, ich mach sie auch speziell. Nehmen wir es speziell. So. Hast du deinen Loot Chest schon aufgemacht? Nee, ne? Nein. Okay. Also. Gut. Fang an. Ist er am Hang? Okay. Ja. Compressed Spider Eye und Compressed Diamond Tower, 2 Stück. Ja. 30 Gras. Oh, Gras. Ich habe einmal komplette Diamond Tools, also Schwert, ja. Axt, Schaufel, was mir hier. 2 Lapisblöcke und 2 Redstone Blöcke. Das ist cool. Das ist cool. Ich glaube, ich werde auch mal Folgendes machen. Ich werde mal mein Schwert jetzt mit Lapis komplett zuballern. Also ich nehme mir mal ein bisschen Lapis und baller mal meinen Lack ein bisschen höher auf dem Schwert. So, das konnte ich jetzt einmal machen. Nochmal sollte ich es nicht machen. Ach ne, ich habe Lack komplett voll. Ah, sehr gut. Gut. Das heißt, ich habe jetzt Lack 3 auf meinem Schwert. Was das Witzige ist, ich glaube, das ist ein Fehler. Was? Und zwar bei Creating Live. Gehen wir da rein. Ja. Geh mal auf Kau und drück mal. Also nicht direkt draufklicken, aber fahren wir drüber mit der Maus, drück mal Shift. Da ist Auto Claim True. Überall ist es false. Außer dort ist es true. Deswegen so. Seht das mal alles automatisch Claim bei denen. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Okay. Ja, aber Autoclaim heißt ja nur, wenn die Task fertig ist, also wenn du die... Ja, ich weiß. Jedes Mal, wenn ich Eier einsammle, sind die dann wieder weg.
20 Stück. Also niemals 20 Eier auf einmal im Inventar haben. Und ich habe 2 Better Questing Dinger. Ja, dann hast du vielleicht mein eines, was ich mal hatte. Na, pack's in die Kiste. Ja, genau. Und dann können wir ja... Ich meine, die Export- und Import-Bus könnte ich theoretisch noch machen. Da können, oder wir... Weil ich würde sagen, wir setzen uns vielleicht doch erstmal an Crafting, oder? Dass wir vielleicht die Prozessoren für Applied Logistics schon mal automatisieren. Dann können wir nämlich mit Hilfe der Prozessoren, wenn wir die autocraften können, haben wir praktisch das Zeug weg. Dafür müssen wir dann aber Rubber und all das noch anschließen. Oder wenigstens genug haben. Dann macht er uns damit einfach das ganze Zeug. Hast du denn mal... So. Genau. Dann haben wir davon erstmal ein bisschen was und können nämlich damit mehr Applied Logistics Zeug machen. Was so das Ziel ist. Dann können wir schneller und mehr Applied Logistics Zeug machen und kriegen damit mehr und schneller Applied Logistics Zeug. Yay. So, packen das mal weg. Alles gut bei dir? Pack den Shuriken weg. Machst du mal bitte die Klimaanlage an? Nein. Danke. So. Müssen uns nur überlegen, was wir mit der Smeltery machen wollen. Theoretisch brauchen wir keine große Smeltery mehr. Wir könnten das ganze Zeug ja im Ofen braten. Das heißt, wir könnten uns einen Ofen machen, der einfach nur extrem schnell ist. Und könnten das dann nutzen. Für die ganzen Erze. Dann brauchen wir keinen. Guck mal, steckt eine Wand drin. Ja. Da brauchen wir nämlich keine Smeltery, die Ewigkeiten braucht, um das alles fertig zu machen, sondern wir können dann einfach so in den Ofen packen und machen es einfach so, dass es dir ins E-System geht. Wir haben ja Enderperlen jetzt noch einen Haufen. Wir haben noch 8 Enderperlen, das heißt, wir können uns mehr Iron Chest machen und können praktisch damit automatisieren, dass es alles die fertigen Erze automatisch ins ME-System packt. Ne? Mhm. Da haben wir nämlich das. Boah, macht das bei dir auch Geräusche? Ja. So ein Klonk. Aber wir kriegen auf jeden Fall schon mal auch ordentlich Erze. Das ist schön. Und wir können ja später dann, ich habe ja eh vor, noch einen Haufen mehr von diesen Crucible zu machen, dass wir einfach nur extrem viel Lava produzieren. Das ist ja so ein bisschen das Ziel, ne? Ja. Dass wir dann irgendwie 3-4 Reihen haben, die nur Lava erzeugen. Die Lava leiten wir dann alles gebündelt in den Tank und aus dem Tank befüllen wir dann die Magmatic Dynamo. Hätte ich gesagt, nicht direkt, sondern praktisch alles in den Tank und dann aus dem Tank rausgenommen. Ist vielleicht besser als das, weil dann können wir hier unten kompakter bauen. Da müssen wir nämlich nur reinleiten. Also ich hab vor, Retrieval Nodes noch zu machen. Für dann Lava. Oder für... Ja, eigentlich für Lava. Dann brauchen wir nur eine Transfer Node, die praktisch die Items losschickt. Die können wir dann von oben rein verteilen. Und wir haben eine Transfer Node, die am Tank sitzt und praktisch aus dem Rest rauszieht. Das heißt, wir können von oben reinfüllen und rausnehmen gleichzeitig. Wir können damit eine riesengroße Fläche bauen. Einfach nur aus den Crucibles und können oben reinfüllen und aber auch raus. Ja. Und das ist relativ cool. Und dann müssen wir dann nur gucken, wie wir das machen. Ja. Das kostet eine Retrieval Note. Willst du Paprika? Danke. Ich habe leider gerade keinen Hunger. Eine Retrieval Note ist eine normale Note. Plus. Ja. Nein. Aber wir brauchen 2 Enderperlen dafür, deswegen habe ich es bisher noch nicht gemacht. Wir kriegen aber 2 Retrieval Nodes dann. Ja, aber ich habe Enderperlen. Ja, ich weiß, jetzt haben wir ja, jetzt können wir ja theoretisch machen, jetzt können wir ja einfach sagen, okay, dann craft ich jetzt einfach mal. Haben wir Enderperlen? Weil Isa Enderperlen gemacht hat. Genau, weil Isa sie mühevoll erfarmt hat. Kannst du es ruhig so sagen, wie es ist. Okay. Gut. Also ich habe jetzt einfach schon mal 2 Retrieval Nodes gemacht, damit wir schon mal die haben und das dann wissen und dann praktisch mit den restlichen Enderperlen arbeiten können. Denn
Was ich nämlich auch noch machen würde, sind Speed-Upgrades. Dass wir mehr Watermills bauen und mehr Grid-Power erzeugen. Und dann dieses Grid-Power halt schön nutzen können, um mehr Speed-Upgrades nutzen zu können. Und unsere Lava-Produktion nicht zu verschnallen, sondern das Rausziehen von Lava aus den Tanks und das Packen in die Magmatic Dynamo müssen wir dann beschleunigen, weil dann nur eine Transfer-Node ja für die ganzen Crucible zuständig ist. Das heißt, sie muss wesentlich schneller sein als eine normale. Außer wir sagen halt, okay, wir wollen dazwischen immer so eine Linie haben, die uns Cobblestone versorgt, aber ich finde das bescheuert. Ich habe das lieber alles an einer Stelle. Erstens sparen wir Transfer-Nodes. Punkt 1. Und zweitens, wir können uns das mit Grid-Power, denke ich mal, leisten. Wir haben im Moment 24 Grid-Power zur Verfügung. Wir verbrauchen 20 durch Maschinen. Verbraucht das Ding passiv eigentlich auch? Ja, Power Drain 3. Wenn ich die rausnehme, sind wir nur bei 17. Okay. Also es verbraucht aktiv der Mechanical User. Okay, interessant. Was verbraucht bei uns alles Grid Power? Ah, ich weiß was. Er weiß was. Ah ne, no power use generated. Okay, das ist egal. Oh, er weiß es doch nicht. Ah, ich weiß was es sind. Die Wireless Self Transmitter, die verbrauchen jeweils eins auch noch. Davon haben wir ja ein paar stehen. Die Wireless Batterie braucht glaube ich 4 Grid Power. Ja. Das heißt 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme nur auf 10 Grid Power gerade. Habe ich irgendwas vergessen? Wir müssen 20 eigentlich verbrauchen. Was verbraucht alles Grid Power? Haben wir mehr? Nee. Eins. Zwei. Wireless Node haben wir nicht noch weiter. Wir haben zwei. Die Dinger verbrauchen kein Grid Power. Was verbraucht ihr die letzten 10 Grid Power? Egal. Das ist ein Job für die Zukunft, denn die Folge ist erstmal zu Ende. Ja. Genau. Ich frage mich echt gerade, was noch mehr Grid Power verbraucht von uns gerade. Das kannst du ja bis zur nächsten Folge rausfinden. Ja, ich gebe mir Mühe, dass wir es rausfinden und dann wissen wir, was Sache ist. Gut, aber dann erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und dann machen wir mal was. Dann zeigen wir nicht nur, dann machen wir wirklich auch mal ein bisschen was. Also dann, tülü, auf Wiedersehen und tschüss, Schikowski, bis dann, Imanski. Tschüss. Tschüss. Ah, ich weiß, was es ist. Ne, es erklärt nicht 10, aber es erklärt noch ein bisschen was. Ah, ne, hier habe ich keine Speed-Upgrades drin. Okay, erklärt es doch nicht. Entschuldigung. Okay, gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ah, Mining Upgrade. Oh, ich. Das verbraucht 10. Da haben wir sie gefunden. Das Mining Upgrade verbraucht 10 Grid Power. Okay. Alles klar. Gut. Dann können wir ja. Wir können ja eigentlich unter die Base irgendwo einen großen Raum machen und dann die Worte. Aber das machen wir. Das machen wir. Ja, tschüss. 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 Ich rede schon wieder viel zu lang. Tschüss. Tschüss.